Du bist auf der Suche nach einem relativ einfachen Weihnachts-Make-up, das aber trotzdem irgendwie besonders aussehen soll? Dann könnte das Make-up, was ich dir jetzt gleich zeige, das Richtige für dich sein. Außerdem wird es ein Drogerie-Weihnachts-Make-up, sodass das für Anfänger, die nicht so viel Geld ausgeben wollen für Make-up, auch super geeignet sein sollte. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr einige Produkte davon sowieso schon zu Hause habt, weshalb es wahrscheinlich noch umso einfacher ist, es für euch nachzumachen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Video. Der Fokus bei diesem Weihnachts-Make-up soll auf den Augen liegen und auch eher auf dem Lidschatten. Ich möchte auf einen Eyeliner verzichten, damit auch Anfänger dieses Make-up möglichst nachmachen können. Und für die Haut ist mir wichtig, dass es nicht zu gekleistert aussieht und sich eher anfühlt wie noch eine Pflege auf der Haut und eben nicht wie eine dicke Schicht Make-up oder so. Soll halt so in meinem Fall einfach diese Rötungen abdecken. Und deswegen benutze ich die Bare With Me Foundation von NYX Professional Make-up. Und ich verwende auch keinen Primer darunter, da ich meine Hautpflege schon aufgetragen habe. Ich sage das ja immer wieder in meinen Videos, wenn ihr eine gute Hautpflege habt, braucht ihr Primer nicht unbedingt verwenden, denn die Foundation bringt ja auch nochmal in den meisten Fällen so ein bisschen Pflege mit. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir einfach mit der Foundation. In letzter Zeit trage ich die sehr gerne mit einem Pinsel auf, ihr könnt aber auch gerne einen Schwamm benutzen oder die mit den Händen auftragen, ganz wie ihr am besten klarkommt. Für die ein, zwei Stellen in meinem Gesicht, für die ich noch ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte, verwende ich den Conceal and Define Concealer von Revolution. Aber da der sehr deckend ist, verwende ich den wirklich nur sparsam. Und als Lidschattenprimer verwende ich den Glitterprimer von NYX. Der funktioniert, wie der Name schon sagt, natürlich auch super für Glitzer, aber als ganz normaler Lidschattenprimer ist der auch super geeignet. Damit das Augen-Make-up schon mal einen richtigen Rahmen bekommt, mache ich jetzt mal kurz mit den Augenbrauen weiter. Und die sollen nicht so super krass auffällig sein, sondern eigentlich nur so in der Form korrigiert werden. Zumindest finde ich das auch ganz hübsch so, wenn man mit der Familie zusammen ist, das muss nicht so super krass sein. Natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch Instagram-Augenbrauen aufmalen, aber ich mache das jetzt mit Puder. Werd die auch nicht mit Concealer irgendwie nachschärfen oder so, sondern mache einfach das Puder rein und dann ist gut. Und dafür verwende ich mein fast schon aufgebrauchtes Augenbrauenpuder von Essence. Und zwar ist das aus dem Eyebrow Stylist Set. Das heißt, glaube ich, nicht mehr so, gibt es aber, glaube ich, noch unter einem anderen Namen, soweit ich weiß. Und das sah mal so aus. Wie ihr seht, meine Farbe ist schon fast aufgebraucht. Jetzt muss ich mir langsam mal Gedanken machen, was ich mit der anderen Farbe anstellen soll, weil die ist mir leider zu dunkel. Und die Augenbrauenhärchen fixiere ich mit den transparenten Augenbrauen- und Wimperngel von Alverde. Und dann kann es eigentlich auch schon mit dem Star of the Show losgehen, und zwar mit meiner Lidschattenpalette. Dafür habe ich mir die 1991 Palette von BH Cosmetics mit Alicia Marie rausgesucht, die es eigentlich auch noch geben sollte bei DM. Dadurch, dass die Hälfte der Farben hier drin Duochromes sind, wirkt das Augen-Make-up gleich viel besonderer, obwohl man sich eigentlich gar nicht so viel Mühe geben muss in den meisten Fällen. Ich möchte aber erstmal eine Base für die Duochromes schaffen. Es soll schon eher matt sein, das Augen-Make-up, und mit einem Duochrome dann hervorgehoben werden. Und so ein bisschen besonderes Placement auch, aber das seht ihr genau gleich, wie ich das mache. Los geht's aber auf jeden Fall erstmal mit der Farbe Soft Spot, mit der ich meine Lidfalte definiere und auch schon mal das bewegliche Lid so ein bisschen einfärbe. Und für das Ausblenden zur Augenbraue nehme ich die Farbe Afterlife und gehe damit über die Kanten drüber. Mit der Farbe Lovesick gehe ich jetzt noch in den äußeren Augenwinkel und dunkle den damit ab. Und die beiden Lidschattenfarben gebe ich jetzt auch in den unteren Wimpernkranz. Bis jetzt ist das Augen-Make-up ja noch der bereits angekündigte All Matte Look und relativ langweilig. Damit es jetzt noch ein bisschen spannender wird, bringe ich genau ein Duochrome mit rein, und zwar die Farbe Illusion. Das ist ein Duochrome mit einer Base, die ungefähr der Farbe entspricht, die jetzt schon auf dem Auge drauf ist. Und der schimmert zusätzlich in einem bläulicheren Lilaton. Und ich finde, das ist eine super Ergänzung schon für dieses Augen-Make-up. Ich fange erstmal an im inneren Augenwinkel und ziehe den dann so ein bisschen noch nach oben. Und wie schon gesagt, könnt ihr das jetzt entweder so lassen, dass es wirklich nur im inneren Augenwinkel sitzt, oder ihr zieht das noch so ein bisschen Richtung Lidfalte. Das mache ich jetzt ganz vorsichtig, das lässt das Augen-Make-up nochmal ein bisschen besonderer aussehen. Okay.
Das Augen-Make-up ist damit fast fertig, es fehlt noch Mascara und wenn ihr möchtet, könnt ihr falsche Wimpern auftragen. Ich mache das mal eben und komme gleich zurück, wenn ich damit fertig bin. Fertig mit den Augen kann es mit dem Gesicht weitergehen und da benutze ich als allererstes einfach mal einen Bronzer und zwar den Take Home The Bronze von The Balm in der Farbe Oliver. The Balm gibt es unter anderem bei Müller, deswegen würde ich das auch als Drogeriemarke zählen. Und da gibt es auch immer wieder Rabattaktionen, also es lohnt sich auf jeden Fall zu warten und den nicht zum regulären Preis zu kaufen, falls ihr da Interesse dran habt. Ich finde, das ist auch der perfekte Bronzer, zumindest die Farbe Oliver kann ich empfehlen für sehr helle Haut. Bei den anderen Farben weiß ich nicht, weil offensichtlich habe ich helle Haut. Der ist aber extrem schön, weil er so einen richtig kühlen Farbton hat und daher eben für helle Haut super funktioniert. Ich benutze heute super wenig Blush, aber das bisschen, was ich benutze, ist ein relativ kühler Blushton und zwar die Farbe Amber aus der HD Blush-Reihe von NYX. Ich glaube, die gibt es noch, aber die Packungen sehen einfach so ein bisschen anders aus. Ich werde den natürlich trotzdem aufbrauchen, selbst wenn ich euch den jetzt hier in die Kamera halte und ihr wisst jetzt einfach, dass ihr nach einer anderen Verpackung suchen müsst. Und um jetzt in diesem kühlen rosa-blau-Schema zu bleiben, nehme ich auch einen rosastichigen Highlighter und zwar von der Revolution Vivid Baked Highlighter Reihe die Farbe Peach Lights. Heißt zwar Peach, aber für mich sieht der sehr rosa aus, zumindest wenn ich ihn so in Persona anschaue. Also falls ihr euch fragt, was ich hier auf der Lippe habe, ich habe schon mal ein bisschen vorgehighlightet mit dem Inner Corner Lidschatten. Sieht also deswegen so ein bisschen dunkel aus. Ich gehe mit dem aber nochmal ein bisschen drüber, dass das jetzt so ein bisschen rosastichiger und heller wirkt. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass sich das Lila da nochmal wiederfindet. Die Lippenfarbe könnte man jetzt auch eigentlich schon fast so lassen. Es ist im Prinzip nur Pflege auf meinen Lippen drauf und ich finde, es passt eigentlich so schon sehr gut zusammen. Vor allem ist man an Weihnachten ja sowieso die ganze Zeit am Essen und ja, Lippenstift würde sich im Prinzip deswegen sowieso nur abtragen. Aber ich habe eine Variante, die funktioniert, dass ihr so ein bisschen Farbe auf den Lippen habt, aber es nicht so verschwindet, wenn man isst. Und wenn es verschwindet, dann ist es nicht schlimm, weil es nicht so auffällig ist. Und zwar mag ich momentan die Lingerie Lippenstifte von NYX sehr gerne in der Matt-Variante. Erinnert mich so ein bisschen an die Soft Matte Lip Cream. Und hier habe ich jetzt die Farbe Turn On. Die trage ich in der Mitte meiner Lippen auf und tupfe die dann mit meinen Fingern aus, sodass es so ganz samtig aussieht und sehr ausgeblendet und soft und weich und keine harten Kanten. Und ich glaube, das ist auch ein Look, der sehr gut funktionieren könnte zu Weihnachten, weil man eben die ganze Zeit am Essen und Trinken ist. Zum Abschluss ganz wichtig, ihr kennt es von mir, Setting Spray, damit die ganzen Puderschichten sich schön miteinander verbinden und das Make-up länger hält. Und dann nehme ich ein Setting Spray aus der Drogerie, was eigentlich schon bekannt ist, dass das sehr gut ist, aber alle wissen, dass dieser Sprühkopf einfach Rotte ist. Und zwar ist das Keep It Perfect von Essence. Ich habe es jetzt umgefüllt in eine andere Sprühflasche, deswegen seht ihr jetzt hier diese schwarze Flasche. Eigentlich ist sie transparent und ein bisschen kleiner. Und deswegen kann man hier auch nicht mehr lesen, dass es von Essence ist, weil das eben auf dem schwarzen Hintergrund jetzt drauf klebt. Aber ich benutze das, weil es gut ist. Wobei ehrlich gesagt, ich finde das mit dem Sprühkopf gar nicht so viel besser. Also scheint eher am Spray zu liegen, an der Konsistenz. Ich weiß es auch nicht. Irgendwas muss in dieser Flüssigkeit drin sein, dass sich das beim Sprühen nicht so gut verteilt. Ja, das wäre dann mein einfaches Drogerie-Weihnachts-Make-up mit ordentlich Effekt. Eure Meinung zu diesem Weihnachts-Make-up würde mich mal sehr interessieren, ob ihr das so tragen würdet zu Weihnachten oder ob euch das zu wenig weihnachtlich ist, weil euch das Rot fehlt oder so. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Vielleicht ist es ja auch eher was für Silvester. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hier unten rechts könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren meiner Videos zu verpassen. Außerdem verlinke ich euch hier oben rechts noch eins meiner Videos, in dem es um ein klassisches Weihnachts-Make-up ging mit Eyeliner und roten Lippen. Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!